Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wird es mal wieder extrem speziell. Der eine oder andere hat ja schon mitbekommen, dass ich bei Limo wirklich so auf jedes Gramm achte und mir immer wieder was Neues einfallen lasse, wo man noch so ein bisschen Gewicht sparen könnte. Und genau deswegen sind wir bei H&R. Hi. Hallo Selo. Wie geht's? Ihr habt euch was überlegt. So fangen wir mal vorsichtig an. Ja. Wir verraten erstmal nicht zu viel. Okay. Aber ihr habt euch was überlegt. Ja, die Diskussion kam ja auf, wie wir beide mal zusammengesessen sind und du meintest, es wird irgendwann auch schwieriger, noch irgendwo Gewicht rauszukitzeln aus deinem Auto. Da gebe ich dir recht. So, wie du weißt, das ist jetzt hier keine Schleichwerbung, bin ich ja ein sehr großer Fan seit Tag 1 von dem Auto. Wir kennen uns ja jetzt nun auch schon seit über 10 Jahren. Und ja, da haben wir uns überlegt, was können wir machen? Krass, dass ich dieses Auto schon so lange habe, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, sogar der Name Philipp tauchte bei mir, also für mich damals schon zu deinem Golf 1, zu den Golf 1 Zeiten taucht das bei mir auf. Da war ich mit dem VR6 und so war ich damals. Das waren noch so die Michael Kort Zeiten und so weiter. Ja, genau, ja. Michael, ja richtig, der auch übrigens immer noch viel für uns macht, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir dann überlegt, Mensch, was können wir machen, weil wir ja damals dann irgendwann schon das mit dem Fahrwerk gemacht haben. Mal was Neues machen. Was auch innovativ ist, ne? Also wirklich für allgemein für den Automotive-Sektor, was es aber schon in der Art und Weise auch in speziellen Formen gibt, aber jetzt nicht so für den normalen Kunden, dass er das kaufen kann. Und da haben wir gesagt, weißt du was, wir gehen das Projekt mal für dich an und gucken mal, was wir bei dem Audi verbessern können und ob wir damit überhaupt auch einen richtigen Mehrwert erreichen können und halt auch Gewicht sparen können. Mhm. Und ich würde sagen, wenn ich meinen Kollegen Timo so sehe, Timo ist bei uns der leitende Ingenieur, auch für die, ja, ich weiß, so muss verraten. Ja, verrat mal den Werkstoff. Viele können sich bestimmt schon denken, also, es war ja relativ prägnant in den letzten Videos. Kein Carbon diesmal, oder sollen wir erstmal verraten, um was es überhaupt geht? Nee, wir verraten erstmal den Werkstoff. Okay, der Werkstoff ist aus Titan. Ich habe ja schon so tausende Schrauben mittlerweile in Titan an dem Auto. Wobei, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gezählt, kann ich eigentlich mal machen, ob das mittlerweile tausend sind. Aber es ist wirklich schon eine Kiste, ist eigentlich komplett bescheuert, aber ich habe mich selber bei erwischt, der eine oder andere wird sich jetzt gleich selber da finden, als Beispiel, du kaufst dir ein neues Fahrwerk jetzt schlechtes Beispiel, aber ich keine Titanschrauben eingebaut, aber du würdest das ja auch nicht mit alten Schrauben einbauen. Nee. So, das heißt, du fährst zu Audi, BMW, wie auch immer, kaufst dir die Schrauben neu, ne? Die kosten auch mindestens 5 bis 10 Euro pro Stück, ne? Und baust eigentlich wie eine Originalschraube ein. So, und so habe ich mich selber auch bei vielen Teilen erwischt, und wenn es nur Türscharniere oder wie auch immer sind, ne? So, wo man dann doch immer wieder zu VW Audi fährt und für einen Euro eine Schraube kauft, ne? Und so ist das halt entstanden, dass ich da so war, eher skeptisch, ob das Material das kann, aber da bist du ja genau für zuständig. Und weil der nächste große Punkt ist, da hat selbst Marius schon öfter das gefeiert, dass bei diesen Titanschrauben die Schraubenköpfe eine Nummer kleiner sind immer, damit es nochmal leichter ist. Das heißt, eine 8er Schraube hat einen 10er Kopf, eine 6er Schraube hat einen 8er Kopf sogar, ne? Ach, 6er Schraube. Ja, genau. Also was eigentlich 13er Schlüsselweite ist, hat 10er Schlüsselweite. 10er Schlüsselweite, genau. Wird dann richtig krass bei einer M10 Schraube mit einem 13er Kopf. Ne, 12er Kopf. 12er Kopf sogar. Und das ist natürlich gerade bei mir in der Limo, wo alles so eng ist, ist es dann doch halt eben bei manchen Stellen sogar cooler, wenn du dann doch eben mal halt nur mit einer 10er Ratsche dran gehst und nicht mit einer 13er. Ne? Klar. So, und so hat sich das entwickelt. Du kannst ja mal einmal kurz was zum Thema Titan überhaupt sagen. Was für ein Werkstoff ist das? Was kann der eigentlich? Was kann er nicht? Wo ist die Gefahr? Was kann man da so machen? Was macht ihr mit dem Werkstoff? Und so weiter. Gut. Ja, also Name wurde ja schon gesagt. Ich bin Timo von H&R. Wir haben mal vor 10 Jahren ungefähr schon mal Titanfedern gemacht. Nicht für mein Auto damals. Kann ja noch kommen. Aber echt für ein Auto damals schon so richtig? Ja. Oder war das irgendwie so ein exorbitant krasses Rennsportauto? Wahrscheinlich Rennsportauto. Es war für Motorsportzwecke, waren das die ersten Tests. Und dann ging auch tatsächlich die Idee dahin, dass man irgendwann das ganze Paket mal für den normalen Automotive-Sektor, also sprich auch für normale Autos anbieten kann. Allerdings hat der Werkstoff halt viele, ich sag mal, Tücken, die man überwinden muss. Aber dazu Timo uns jetzt bestimmt noch was. Damit Timo jetzt mal ins Detail gehen, genau. Damit auch die Zuschauer mal ein Gefühl dafür bekommen, worüber reden wir eigentlich. Titan ist als Werkstoff unwahrscheinlich sensibel in der Verarbeitung. Er ist unwahrscheinlich geil, was Gewicht betrifft, definitiv. Hat aber im Vergleich zu Stahl
leider einen Nachteil und das ist sein E-Modul und sein Schubmodul. Das Problem an der Sache ist, das ist auch 10 Jahre her bei mir. wenn ich jetzt zum Beispiel Feder, eine gleiche Feder nachbauen will aus Titan und nehme jetzt den gleichen Drahtdurchmesser, dann habe ich leider nur die halbe Kraft auf dieser Feder. So, das kann ich aber kompensieren, dadurch, dass ich, weil ich ja auch nur das halbe E-Modul und halbe Schubmodul habe, habe ich natürlich auch die halben mechanischen Spannungen. Das ist wiederum cool für die Lebensdauer von so einer Feder. Bei einer Feder kann ich in der Geometrie das also jetzt so machen, wenn ich vorher, was weiß ich, sagen wir mal, 10 Windungen habe, kann ich jetzt aus Titan quasi eine Feder machen mit nur 6 Windungen. Und das ist wiederum das Spannende an der Sache, weil ich bei der Feder da unwahrscheinlich flexibel bin, was auch die Geometrie betrifft. Das heißt, dadurch, dass sie steiler gewickelt ist, genau, ist sie in dem Fall härter. Erhöhen sich eigentlich die mechanischen Spannungen beim Stahl, dadurch, dass ich aber nur das halbe E-Modul habe und es erhöht sich auch die Kraft der Feder. So, aber wenn ich jetzt natürlich mit einem halben E-Modul, halben Schubmodul das Ganze wieder jetzt geometrisch verändere, weniger Wicklung, passe ich quasi die Spannung wieder an. Und da sind wir jetzt wieder bei der, ich sag mal, fast Gleichheit bei Titan und bei Stahl. Das ist die sogenannte Härte. Und das heißt, dass die Zugspannung oder die Zugfestigkeit. Da kann ich mir Metalllegierungen aussuchen, die annähernd die gleichen Zugfestigkeiten haben, wie das beim Stahl der Fall ist. Und das macht es aber dann auch wiederum schwierig, weil bei Titan haben wir halt folgendes Problem. Je weicher das Titan ist, desto besser ist es biegbar, gerade im kalten Zustand. Desto härter das wieder ist, desto schlechter kann ich es verarbeiten auf den normalen Biegemaschinen. Da müssen dann entweder irgendwelche Sonderprozesse, ich muss es heiß machen vorher, ich brauche ein Gleitmittel. Und das macht es dann gerade, wenn man bestehende Anlagen hat, mit denen man nur Stahl bearbeitet, unwahrscheinlich schwierig, weil dann muss man quasi während des Biegeprozesses irgendwie gucken, dass man den vielleicht warm macht. Und deswegen ist das immer so eine Gratwanderung zwischen, okay, was brauche ich an Zugfestigkeit und was kann ich am besten verarbeiten? Und dann ist es natürlich auch immer wieder anwendungsbezogen. Das heißt, was will ich denn überhaupt mit diesem Titan wo machen? Und das ist dann eben die Schwierigkeit. Ich habe hier mal so eine kleine Tabelle nur, allein schon, was es alles für Titanlegierungen gibt, wo die Einsatzbereiche sind, etc. pp. Also das ist mittlerweile, hat Titan echt schon ziemlich stark Einzug gefunden, gerade im Flugzeugbau, wo es ja auch um jedes Gramm geht. Ja, ja. Aber auch in Fahrzeuganwendungen hat man es schon mal teilweise eingesetzt. Zum Beispiel ist ein VW Lupo. Der erste VW Lupo damals, dieses 3-Liter-Auto. Da hatte man original schon in der Serie Titanfedern eingesetzt. Allein um das Gewicht zu sparen. Fahrwerksfedern, ja. Also ist man, ja, ziemlich abgefahren. Ich habe schon öfter was gehört hier, so Bremstrommeln aus Magnesium zum Beispiel. Krass. Ihr verwendet Titan aber auch im Automotive-Bereich oder auch viel in eurer Medizinsparte? Da, soweit ich weiß, nur in der Medizinsparte. Also Titan ist jetzt, was das betrifft, für uns, außer die Feder, die wir damals gemacht haben, jetzt in dem anderen Bereich. Da kommen wir gleich drauf. Ja, den Schall, ja. Ist es was Neues gewesen. Ah, okay. Ja. Also auch eine Entwicklung und Information und ich sag mal Fortschritt in dem Fall für uns. Also es war auch ein netter Test für uns, um zu wissen, was passiert, was kann das alles, ne? Wo haben wir den Mehrwert, lohnt sich das oder nicht. Und das war auch so für uns, gerade speziell jetzt auf die Plattform und den Anwendungsbereich, was du mit dem Auto überhaupt machst, war das auch für uns interessant und auch einfach mal Neuland, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Klar haben wir unsere Erfahrung mit dem Material, ne, auch beim Winden der Federn. Aber jetzt auf die Baugruppe, die wir jetzt noch nicht aussprechen, tatsächlich der erste große Schritt, sag ich mal. Ne? Mhm. So, wo wir gesagt haben, dass wir das einbaufertig mal genau uns genau angucken, was für eine Legierung kommt für uns in Frage, was ist von der Verarbeitung her vertretbar. Und gerade eben speziell auf deinen Anwendungsfall. Was hast du damit vor? Und da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Hatten wir ja auch schon mal kurz telefoniert drüber. Ich würde sagen, wir haben die Zuschauer genug auf die Folter gespannt. Wir gehen mal gucken. Nehmen wir los. Ja, mein Lieber, jetzt sind wir in der richtigen dazugehörigen Abteilung. Wie ja schon angesprochen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das Ganze noch leichter machen können. Und zwar wirst du von uns angefertigte Titanstabilisatoren bekommen.
Das ist ein 4 Meter langer Titanstab. Und im Vergleich dazu als Gewicht, was haben wir hier? Das auch ist ungefähr 4 Meter. Ja, auch in etwa. Ja. Aber guck mal, vom Gewicht aus, das ist ein deutlicher Unterschied. Ich würde sagen, fast doppelt so schwer, ne? Ja, kommt hin. Ja, krass. Also ihr habt richtig gehört, wir kriegen tatsächlich ein Stabilisator vorne und hinten. Genau. Aus Titan. Richtig. Okay, das ist krass. Ich persönlich hätte selber gedacht, geht unmöglich in Titan. Ich hätte immer gedacht, das ist so Titan absolut falsche Werkstoff für, ne? Ja. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Nein, das Ziel war ja natürlich nicht irgendetwas zu fertigen, was bei dir keinen Wow-Effekt auslöst. Ich kenne dich ja, bei dir ist ja Philipp Lockse immer mit leicht und es funktioniert richtig gut. Mhm. Und da war halt bei uns das Ziel, mal in die Richtung was zu bauen. Ich glaube, am coolsten ist es, wir, wenn das geht, fertigen einmal den Stabi und dann sprechen wir nochmal über den Stabi an sich, was ihr euch dabei so gedacht habt. Können wir machen. Ich würde auch vorschlagen, wir machen quasi Fertigung hier, zeigen dann nochmal das Vermessen und gehen dann wieder irgendwo hin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ja, genau. Und, und sprechen dann nochmal drüber, warum der Stabi eigentlich so aussieht, wie er aussieht. Genau. Perfekt. Ja, dann zeigen wir euch das mal an den Biegerautomaten, wie das Ganze funktioniert. Genau, wenn der René sich jetzt umdreht, dann sieht er das gute Stück. Sagen, ich war schon lange nicht mehr so glücklich. Nein, ist wirklich für jeden Außenstehenden. Ja, aber ist ja die Wahrheit so, ne? Man kämpft so um jedes Gramm an so einem Auto, ne? Und eigentlich müssen wir so einen Stabi mal bei uns im Laden verkaufen, damit so ein Ding jeder mal hochheben kann. So, ne? Weil jeder, der halt so einen Stabi mal in der Hand hatte, das ist halt jetzt so, ich würde sagen, Kilo oder so, ne? Ja. So, das ist schon. Also die Enden werden natürlich noch bearbeitet, ja, ne, geplättet und geschrotet. Dann hat der, wenn er fertig bearbeitet ist, in etwa 1,1 Kilo. 1,1 Kilo, okay, war ich ja gar nicht so verkehrt gerade. Genau. Das Einzige, was mir gerade einen Tucken zu schnell ging, wir müssen auf jeden Fall noch einmal auf die Fertigung kurz eingehen. Ja, gerne. Timo, erklär mal kurz, was hier, was das ist und was gerade passiert ist. Also das Gerät hier, das ist eine sogenannte Einkopfwiegemaschine. Das heißt, hier wird das Material eingespannt und dann eben hier mit dieser Wiegerolle in diesen Wiegedorn rumgezogen. Und das Spannende ist dann eben, ne, mit Stahl haben wir mittlerweile mehr als genug Erfahrung und Stahl verhält sich quasi dann, wenn es gutes Material ist, immer gleich. Das heißt, ich muss es, um in eine gewisse Form zu biegen, erstmal ein Stückchen überbiegen, weil es wieder von alleine zurückfedert. Und in dem Fall war das eben so, dass wir da auch erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln mussten. Inwieweit müssen wir denn vorbiegen? Wie wird sich das Material verhalten? Und die Maschine funktioniert aber vollständig automatisiert. Vollkommen CNC gesteuert. Das heißt, wenn wir da einmal ein Programm für haben, können wir das immer wieder reproduzieren. Okay. Das heißt, habt ihr ja gerade gesehen, von hinten kommt der Stab und wird dann quasi immer weiter in die passende Richtung gehoben, bis er am Ende abgetrennt wird. Was war das denn da? Sah aus wie so ein Bett, wo er das Ding da reingeschmissen hat? Ja, das ist unser Solarium.
Nee, Quatsch, das ist quasi eine, wir können ja mal rübergehen. Jo, das ist unsere Messkabine. Hier tun wir das, was wir da vorne CNC programmiert quasi eingeben und uns dann eine gewünschte Form erzeugen, überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Weil hier werden quasi die ganzen Daten gepflegt, wo die alle Stabilkonturen, die wir haben, und wird quasi gegen ein ideales Modell gegengeprüft. Das heißt, es ist reine Qualitätssicherung am Ende nochmal. Reine Qualitätssicherung, genau. Damit wir das, was wir ausliefern, auch wissen, alles klar, das passt. Wie genau ist das Ding? Das ist eine gute Frage. Die ist, ich sag mal, bis zu 2/10 ist sie genau. Das aber ist aber vollkommen ausreichend. Ich wollte gerade sagen, für ein Stabi wird das jetzt auf jeden Fall reichen. Also die Automobilhersteller geben diverse Kriterien vor. Und unsere Kriterien sind sogar noch detaillierter als die vom Automobilhersteller. Das heißt, wenn angenommen, ein Stab wird gebogen und unser System sagt, ist Grenzbereich, sind wir noch lange in der Vorgabe vom Automobilhersteller. Also unsere Vorgabe ist einfach deutlich höher. Jetzt müssen wir als letztes noch die Enden anpassen. Genau. Das dann können wir endlich wiegen gehen. Ja. Und wenn wir mal hier jetzt... Da kannst du dir erstmal ansehen, wie das jetzt mein Stahl Material aussieht, wie man die Endplätze schrotet. Das heißt, der kommt aus dem Ofen. Genau. Das heißt, Geht durch die Butter. Was? Genau. Ja, so sieht das Ganze dann fast einbaufertig aus. Ich würde sagen, wir nehmen uns den Stabi und die Original-Stabis und gehen nochmal nach vorne und da unterhalten wir uns in Ruhe nochmal. Ja, machen wir den Vergleich. So, jetzt kommt der spannende Moment. Ich habe die Waage von dem einen oder anderen Bild, was er bestimmt auf Instagram schon gesehen hat, mit ihr hergebracht, damit wir auch immer aufs Gleiche kommen. Ja. Jetzt, alter Sahara-Trick, wenn du mal was wiegen willst, wo man nicht so einfach rankommt, also was halt umkippt. Sehen wir erstmal dein Kampfgewicht. Hier, 82,6, oder? Das ist doch für mich. Kann man, das ist doch okay, oder? Jetzt drücken wir ihn auf 0. Jetzt gib mir mal erstmal den Original. Ja. Also Original H&R. Genau, ach so, genau. Das war gerade falsch formuliert. Das ist der Stabi, den ich gerade drin habe. Richtig. Wir wollen ja den Vergleich. Was fehlt dein Auto zum aktuellen Zeitpunkt leichter? 3,6 Kilo. Zu... 1,15. Ja, das sind sage und schreibe 2,5 Kilo nur an der Vorderachse. Hinterachse. Hinterachse. Sorry. Vorderachse wird sogar... So, jetzt brauche ich nochmal auf jeden Fall den von der Vorderachse. Das ist der H&R Stabi an der Vorderachse? Das ist den Stabi, den ich an der Vorderachse fahre hier. Ja, da sind wir genau bei 8,9 Kilo. 8,9 Kilo. Genau. Okay, und krass. Gerechnet theoretisch haben wir an der Vorderachse... Für den Titan-Stabi? Mhm. Ja. 4,55 Kilo. Vorne 4,5 Kilo sparen? Ja. Hinten 2? Richtig. Sind wir bei 6,5 Kilo? Etwa, ja. Okay, das ist krass. Das ist wirklich amtlich. Das ist eine Menge. Für wieder nicht ausgebaut, ne? Wobei wir dazu halt sagen müssen... Genau, jetzt müssen wir das Ganze noch erklären. Genau, erklären in Form von... Der Durchmesser beim Titan ist natürlich deutlich geringer. Warum? Der hat in etwa den gleichen Durchmesser wie der Serienstab auch. Das hat folgenden Hintergrund. Du kannst natürlich solch ein Produkt entwickeln für diverse Beanspruchungen. Mhm. Bei dir ist natürlich das Hauptaugenmerk, wenn dein Auto 400 fährt, dann brauchst du maximalen Grip.
Das heißt, wir können uns das nicht erlauben, dass einer der Räder irgendwie zu einer Millisekunde irgendwie an Bodenkontakt verliert, sodass du halt da keinen hundertprozentigen Grip hast. Bedeutet, die Stäbe müssen bei dir von der Federrate her, die Federrate muss runter. Wir müssen also weicher werden, damit die Räder in der Lage sind, auch bei hohen Geschwindigkeiten und je nachdem, was für eine Ebene das ist, aber es ist ja die Teststrecke, wie du sagtest, braucht das Rad immer konstant Grip. Und das kriegen wir mit der Auslegung perfekt hin. Weil ich nur geradeaus fahre. Weil du nur geradeaus fahren, genau. Wenn wir jetzt aber einen Stabi konstruiert hätten mit einer höheren Federrate, also höher sogar noch als der H&R Stabi, beziehungsweise höher als die Serie, dann könnte es dazu führen, theoretisch nachgerechnet vom Timo auch, dass das Auto je nach Untergrund und Geschwindigkeit eventuell sogar an Bodenkontakt verlieren könnte, beziehungsweise dein Auto wird instabil. Und bei 400 km überlassen wir nichts dem Zufall. Also natürlich bei geringen Geschwindigkeiten, das heißt, auch nicht. Das ist jetzt wirklich auch dafür, also jetzt nicht einfach nur dünner gemacht, weil es leichter ist? Nein. Sondern weil ihr der Meinung seid, so wird sich das am besten fahren? Wir haben es ja, wie wir am Anfang über uns über die Thematik unterhalten haben, haben wir lange hin und her diskutiert, wie legen wir das Ganze aus? Und dann sagte ja Timo gleich von vornherein, Achtung, die Idee, jetzt irgendwie einen Stab zu konstruieren, der in die Richtung des normalen H&R-Katalogprogramms geht, wird hier gar nicht funktionieren. Wir brauchen maximal Grip. Ich gehe davon aus, das waren sogar noch die ersten Worte, wir werden sogar dünner werden müssen. Ja, das heißt, wir können aber individuell spielen. Also rein theoretisch, angenommen, du rufst irgendwann an und sagst, du, ich brauche jetzt das Auto für Rundstrecke, könnte man sogar überlegen, dass man einen Stab wieder kreiert, der dann wieder auf Rundstrecke passt. Ne? Also das muss man differenzieren. Wo wir dann natürlich wahrscheinlich kaum noch einen Vorteil von dem Titan haben werden, dann wieder diese 50% mit dem E-Modul kommen. Genau, das ist wieder der springende Punkt. Und wir noch dicker auslegen müssen, viel, viel dicker. Genau. Das heißt, der eigentliche technische Anwendungsbeispiel wäre dann bei einer Feder, die man von der Geometrie anders auslegen kann? Genau. Besser. Bei einer Feder bist du da viel flexibler. Eine Stabi-Geometrie, die ist leider nur mal, wie sagt man so schön, Gott gegeben, da kann man nichts dran machen. Weil das mehr oder weniger wie so ein Drehstahl am Ende so. Genau. So ist. Es müssen ja auch noch, es muss ins Auto passen. Man hat hier die Anbindungspunkte von den Gummilagern, Anbindungspunkte von den Pendelstützen. Da hat man leider geometrisch nicht so viel Einfluss, beziehungsweise gar keinen mehr drauf. Ich glaube auf jeden Fall mit der These, den weicher zu machen, da seid ihr auf jeden Fall goldrichtig. So ist zumindest meine Erfahrung. Bin nämlich öfter zum Beispiel an der Vorderachse einfach schon mal komplett ohne gefahren. So, und da ist es halt schon so, du merkst direkt auf den ersten Metern, dass halt einfach gefühlt beide Räder besser auf dem Boden sind. So. Das ist halt das, wenn du im Stabi im Kurvenfahren, mega cool alles. So, wenn du jetzt wirklich nur geradeaus fahren willst, du nimmst halt quasi jede Bodenwelle auf der rechten Seite, überträgst du mit einem steiferen Stabi viel stärker auf die andere Seite. Und das merkst du natürlich gerade jetzt beim Beschleunigen oder halt eben auch, wenn du Hochgeschwindigkeit fahren willst, da brauchst du Traktion, da brauchst du, das Sicherheit. Muss richtig schön satt liegen, da darf nichts Unerwartetes, nichts Unschönes. Das Auto soll dir bei 400 auch das Gefühl von Sicherheit vermitteln und nicht von Angst. Bei 400. Eben. ja, das ist auch schon bei 300. Ja, ne? Ich habe noch eine Frage. Mein Auto ist ja seit dem ersten Tag, sind wir mittlerweile jetzt so bei ungefähr 450 Kilo, die da rausgewandert sind. Ja. So, diese Stabis, wie sie da liegen, waren ja ursprünglich für dieses Gewicht von 1650 bis 1700 Kilo. Kann ein Stabi irgendwann zu steif, zu hart sein? Ja, definitiv. Das war mitten auch ein Hintergrund, warum wir gesagt haben, okay, das Auto ist ja auch noch wesentlich leichter als das Serienmodell. Ja. Von daher alleine da schon wärst du mit einem Serienstabi ja auch schon viel steifer vom Gefühl her, was das Wanken betrifft, wie mit den H&R-Stabis. Da haben wir gesagt, dann müssen wir auf jeden Fall, wir orientieren uns, was die Durchmesser betrifft, an den Originalstabis, auch was das Fahrverhalten an sich betrifft. Das heißt, man kann ja mit Stabis das Über-Untersteuern ein bisschen beeinflussen. Und wie gesagt, das willst du halt auch nicht haben, dass du bei 400 km/h plötzlich irgendwie die Hinterachse anfängt zu tanzen oder sonst irgendwas. Da haben wir gesagt, dann lieber auch wieder in Richtung eher untersteuern gehen, dass sich das Auto immer wieder, ich sag mal, gerade zieht auch. Ja, perfekt. So, Vorderachse wird noch gemacht. Ja. Wir müssen noch einmal, weil ich habe diverse genauso komplett kranke Kumpels, die auf jeden Fall auf so einem geilen Scheiß aufstehen. Ja. Wird es sowas zu kaufen geben? Vielleicht? Oder in der Kleinserie auf Anfrage? Also grundsätzlich, nichts ist unmöglich. Allerdings ist es bei dem Titanstab so, wir können das fertigen als Sonderanfertigung. Ja, das wird es aber nicht mit Teilegutachten in der Form geben. Only jetzt for also nicht für den B5 auf jeden Fall. Vielleicht zukünftig für die ein oder andere Fahrzeugplattform wird das vielleicht zukünftig mal interessant.
aber jetzt für den B5 speziell nicht Metallegutachten, aber wir können das mit Sonderanfertigung rein theoretisch auch anbieten. Mhm. Müssen wir natürlich nur gucken, weil wegen Materialbeschaffung, so Titanstäbe hast du halt natürlich nicht tonnenweise irgendwo lagernd. Da ist halt wirklich auch der Preis, ne, da wirklich der interessant wird. Und Verfügbarkeit. Verfügbarkeit, ja, klar. Das ist, weil ihr braucht halt genau den Durchmesser. Wir brauchen genau den Durchmesser und dann auch noch wieder das spezielle Titan-Legierung. Ja. Ja. Titan ist nicht gleich Titan. Da gibt es massive Unterschiede zwischen, kann ich da drüber aus, kann ich da quasi überhaupt ein Stabi draus machen oder nicht. Ja, ja. Genau. Und das wird dann halt eben die Schwierigkeit. Aber rein von der Konzeption, wenn du jetzt sagst, du hast da eine Gruppe von x Leuten, die wollen das so haben, dann werden wir auf jeden Fall nicht erstmal nein sagen. Wir rechnen das natürlich komplett durch und werden es entsprechend anbieten. Hast du da so einen groben Schätzpreis im Bauch, was man für so ein Pärchen anlegen müsste? Ein Pärchen? Ja. Also für vorne und hinten, nur damit man mal so ein bisschen Gefühl für bekommt, was für ein krasser Titan. Also ohne Entwicklungskosten und wir sagen jetzt mal, wir greifen das Material aus dem Lager raus. Es liegt da. Was denkst du? Für beide 3,5. Wow. Okay, das ist natürlich... Gerade wenn es eine Einzelfertigung ist, das ist immer das Problem. Mhm. Wenn es eine Einzelfertigung ist, tut das halt unwahrscheinlich weh. Das Material in dem Fall, ne? Der Werkstoff ist halt teuer. Ja, ja, klar. Der Werkstoff, also Stahl ist teuer. Und Titan. Ja, ja. Und wenn ich mir überlege, was so kleine Schrauben schon gucken, das sind ja schon ein paar Schrauben hier. Ne? Ja. Eben, und dann warst du ja vorhin auch gucken beim Biegen. Ja. So, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Stabi einmal einfertigen, haben wir hohe Rüstkosten, haben Einstellkosten, haben Prüfkosten etc. pp. Das ist halt alles so ein Thema... Vereinstabi. Hm. Du musst halt vorstellen, der ganze Betrieb, in dem Fall, jetzt speziell bei dem Produkt, hast du ja mindestens eine Maschine, die ja dann dafür abgestellt wird, dass sie genau das Ding fertigt. Ne? Und in der Zwischenzeit hätte diese Maschine ja x weitere 20 Produkte. Andere Stabis gemacht. Genau, richtig. Und da ist halt einfach, und das ist noch nicht so eine Sonderanfertigung, gerade für einen so ein Teil ist halt immer rein eine Sonderanfertigung und kostet halt leider. Und aus dieser Maschine kommen auch wirklich nur Stabis raus. Ja. Die wird für nichts aus dem Liga kommende Stäbe. Ja, in diesem Sinne, ich bin auf jeden Fall, fühle mich geehrt, dass ihr mir diese Stabis gebaut habt. Wird auf jeden Fall geil, wird immer leichter. Ja. Jetzt müssen wir bald ans Fahrwerk wieder ran, weil es so leicht langsam wird. Genau, da hatten wir ja schon im letzten Step drüber gesprochen. Jetzt müssen wir uns echt mal nochmal an das Fahrwerk ranmachen. Total Federn. Das Auto hat natürlich jetzt deutlich Gewicht verloren, das müssen wir anpassen. Ne? Da ich ja aufmerksam zugehört habe, müsste das ja theoretisch bedeuten, bei Federn kann man mit der Geometrie wieder spielen. Das heißt, da würde gewichtsmäßig schon noch richtig was gehen. Da ist in der Regel, bei gleicher Rate kann man ungefähr 50% Gewicht sparen. Da wir ja mit der Rate runtergehen. Beziehungsweise ja, kann man auch bei den Federn auch nochmal überlegen, auf jeden Fall. Weil das Auto hat ja immerhin 450 Kilo weniger. Ne? Also ja, wir hatten das Fahrwerk schon auch ein bisschen leichter gemacht, aber seitdem sind 300 garantiert schon wieder raus. Ja, ja, den Umbau auf Aluminium haben wir gemacht vor 3 Jahren, glaube ich. Ja, in etwa. Ne? Da war so gerade Lamborghini, war so aktuell. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja, nee, vielen Dank für alles. Wir danken dir. Hat super Spaß gemacht und wir sehen uns beim 400-Fahren, hoffentlich. Ja. Auf jeden Fall. Ciao, ciao.